Unheimliche Dinge geschehen in Gévaudan. Die Gegend im Süden Frankreichs ist nachts nicht sicher. Frauen und Kinder werden überfallen und zerfetzt. Ein Monster macht Jagd auf Menschen. Welche Bestie ist so brutal und blutrünstig? Etwa ein schrecklicher Werwolf? Angst geht um in der Bevölkerung. Eine spektakuläre Jagd auf das mordende Biest beginnt. Ludwig XV ist ein gutes Jahr für Frankreich. In Versailles residiert Ludwig XV. Sein Vorgänger, Ludwig XIV., Sonnenkönig und absolutistischer Herrscher, hatte das Schloss von Versailles erbaut. Frankreich ist während seiner Regierungszeit zu einer Weltmacht herangewachsen. Unter Ludwig XV. Sind die glorreichen Tage vorüber. Frankreich muss seine führende Rolle den Preußen und Engländern überlassen. Die ehemalige Großmacht verliert seine Kolonien in Indien und Nordamerika. Das Parlament rebelliert nach einem 7 Jahre andauernden Krieg gegen die königlichen Dekrete. Angespornt von den neuen aufklärerischen Ideen der Philosophen und Gelehrten. In den entlegenen südlichen Provinzen ist das Leben schwierig. Das Örtchen Gévaudan liegt isoliert auf einem Plateau zwischen der Auvergne und dem Languedoc. Die Landbevölkerung ist bitterarm. Bauern und Hirten nehmen das unsägliche Leiden als gottgegeben hin. Der einzige Weg, der Misere zu entkommen, ist der Glaube. Doch Gebete helfen nicht gegen die unbekannte Bedrohung, die im Gebirge lauert. Es geht das Gerücht, ein Tier streife durch die Wälder. Ein Wolf? Eine Wildkatze? Oder ein Ungeheuer? Als man die ersten verstümmelten Leichen findet, bekommt das Wesen einen Namen. Das Biest. Eine junge Schäferin wird von dem Untier überrascht. Sie rennt um ihr Leben und hat Glück. Um Haaresbreite entkommt sie dem Monster. Sie ist die erste Person, die Angaben zum Aussehen der Kreatur machen kann. Ihrer Aussage nach ähnelt das Tier einem Wolf. Trotz aller Gebete wird das Biest immer dreister und macht auch vor Dörfern nicht mehr Halt. Eines Tages wird das Raubtier überrascht, als es das Blut vom Hals eines Opfers ableckt. Die Augenzeugen liefern eine genaue Beschreibung. Größer als ein Wolf, rötliches Fell, kräftige Pfoten, ein großer Kopf, mächtige Kiefer und ein buschiger Schwanz. Die Schilderungen versetzen die örtlichen Behörden in Angst und Schrecken. Sie bitten den Provinzgouverneur um militärische Hilfe. Kapitän Duhamel wird entsandt. 57 Dragoner unterstehen seinem Befehl. Er beginnt eine Offensive gegen das Biest, das sich im Wald beim Mersoir aufhalten soll. Der Kommandant ist sich eines leichten Erfolges sicher. Der Auftrag scheint nicht schwierig zu sein, eher sogar langweilig. Doch Duhamel ahnt nicht, was ihn erwartet. Das Biest ist für ihn einfach nur ein Wolf. Er entscheidet sich, alle Wölfe abzuschießen, die ihm vor die Flinte laufen. Unter den getöteten Artgenossen müsste dann auch das Wesen mit dem ausgefallenen Geschmack für Menschenfleisch sein. Eine eher ungewöhnliche Vorliebe für ein Raubtier, das normalerweise schwache Opfer attackiert. Also das Schaf und nicht den Schäfer.
Wölfe fürchten in der Regel den Menschen und meiden seine Nähe. Denn der Mensch ist der einzige Gegner, der dem Wolf ernsthaft schaden kann. Ende September wird das Tier endlich niedergestreckt. Drei Kugeln treffen aus kürzester Entfernung. Mit lautem Aufheulen bricht die Bestie zusammen. Als die Bauern sich dem vermeintlich leblosen Körper nähern, springt das Biest plötzlich auf und flieht in den nahen Wald. Verblüfft schauen die Jäger hinterher. Die Wirkung der damaligen Schusswaffen ist nicht vergleichbar mit modernen Pistolen. Selbst eine aus großer Nähe abgefeuerte Kugel kann einem dicken Wolfspelz kaum etwas anhaben. Das getroffene Tier kann sich wieder aufrappeln und davonlaufen. Nach der unheimlichen Begegnung hören die Angriffe auf. Der Killer ist untergetaucht. Dennoch hängen Plakate in den Dörfern, die das Bild eines grimmigen und fremdartigen Tieres zeigen. Eine willkommene Anregung für die blühende Fantasie der Menschen. Der Waffenstillstand währt lediglich 3 Wochen. Dann beginnen die Angriffe erneut. In den Köpfen der Landbevölkerung ist das Tier längst zu einem unverwundbaren, übernatürlichen Monster mutiert. Die Zeitungen der Region wie La Gazette de France oder Le Courrier d'Avignon drucken neue Abbildungen des Biestes. Auch die Plakate in den Straßen und auf den Jahrmärkten liefern Stoff für immer neue Gerüchte. Die meisten Menschen können nicht lesen. Doch die gruseligen und furchterregenden Zeichnungen des Monsters erschrecken sie zu Tode. Nur Kapitän Duhamel ist grimmig entschlossen, trotz Kälte, Wind und Regen das Ungeheuer zur Strecke zu bringen. Es ist inzwischen Oktober und der Kapitän scheint mit seinem Latein bald am Ende. Dieses Mal soll das Tier in einen Hinterhalt gelockt werden. Als Köder dient ein menschlicher Leichnam, ein von dem Untier selbst gerissenes Opfer, der enthauptete, halb aufgefressene Körper einer Witwe. Muss als Lockmittel herhalten. Die Dragoner liegen die ganze Nacht auf der Lauer. Doch das Biest kommt nicht. Kein Wunder. Denn die präzisen, sauberen Schnittwunden am Nacken der Opfer können weder von einem Wolf noch von einem anderen Tier stammen. Am nächsten Morgen müssen sie unverrichteter Dinge den Rumpf beerdigen. Der Kopf der Leiche wird nie gefunden. Inszeniert ein Krimineller oder eine geistig verwirrte Person die Untaten? Die Zeiten sind rau. Mord und Vergewaltigung gehören zum Alltag in Gévaudan. Einige Menschen befürchten, es könnte 2 Ungeheuer geben. Doch die Mehrheit glaubt an ein einziges. Übernatürliches Wesen. Obwohl die Region als gut katholisch gilt, bestimmt Aberglaube das Leben der Bauern. Sie glauben an Gott, an den Teufel, aber auch an die Existenz von Zauberern und Werwölfen. Der Sage nach sind Werwölfe Mischwesen aus Mensch und Wolf, Männer, denen die wilden Hunde aufs Wort gehorchen. Um Wölfe abzurichten, muss man sie von Geburt an aufziehen. Der Mensch dominiert das Tier und der Wolf akzeptiert seine untergebene Rolle. Das wilde Tier gehorcht anerzogenen Befehlen. Es betrachtet die Person, die es aufgezogen hat, als Leitwolf. Das Verhalten beschränkt sich auf einen einzigen Menschen.
Der Wolf wird niemals zu einem handzahmen, dressierten Haustier. Duhamel hat inzwischen eingesehen, dass seine Mission weder langweilig noch einfach ist. Er steht unter Druck. Das Morden geht immer weiter. Und Erfolge kann er nicht vorweisen. Den ganzen Herbst über geht der Kommandeur mit seinen Dragonern auf die Jagd. Die Männer sind erschöpft. Obwohl sie 74 Wölfe abgeschossen haben, sind sie dem Monster nicht ein einziges Mal begegnet. Endlich, am 22. Dezember, dem Tag des Winteranfangs, scheint sich zu wenden. Unheil liegt in der Luft. Duhamel vernimmt ein Kratzen und Scharren. Schnaufende Geräusche dringen. Der Kommandant legt an. Die Sicht ist schlecht. Auf einen Treffer kann er nur hoffen. Und dann kommt ihm auch noch einer seiner Dragoner in die Quere. No! Kapitän Duhamel erleidet eine deprimierende Niederlage. Der Fehlschlag besiegelt seine Demission. Entehrt muss er Gévaudan verlassen. Zuvor lässt er eine Skizze des Untiers anfertigen und gibt eine kurze Beschreibung an den Provinzgouverneur. Die Brust eines Leoparden, die Pranken eines Bären, die Ohren eines Wolfs. Vielleicht ein Mischlingsmonster, von einem Löwen gezeugt. Das Studium der Tierwelt befindet sich noch in den Anfängen. Der berühmte Naturforscher Georges Leclerc, Comte de Buffon, schreibt Bücher, die mit Illustrationen von exotischen Kreaturen ausgeschmückt sind. Merkwürdige Wesen, denen wohl vieles zuzutrauen ist. Warum sollten also Wölfe nicht in der Lage sein, einem Menschen den Kopf sauber vom Leib abzutrennen? Für den Bischof der Diözese kommen die Gewalttaten wie gerufen. Sie dienen als willkommener Anlass, einen Hirtenbrief während der Messe zum Neujahrsabend verlesen zu lassen, ein flammendes Traktat gegen aufklärerisches Gedankengut. Euer Los ist einzig und allein die Folge eurer Sünden. Väter und Mütter, die ihr leiden müsst, weil eure Kinder von diesem Ungeheuer geschlachtet werden. Habt ihr keine Furcht, dass Gott euch wegen eurer Zügellosigkeit mit diesem schrecklichen Fluch bestraft? Die Untaten des Monsters, eine von Gott gesandte Plage? Zu Beginn des Jahres 1765 erreicht der Schrecken einen neuen Höhepunkt. Nach Abzug der Soldaten bewegt sich das Untier völlig unbehelligt. Tödliche Überfälle ereignen sich täglich. Kapitän Duhamel wird wieder nach Gévaudan geschickt. Eine Entscheidung, die für die Bevölkerung das Leiden eher verschlimmert. Die berüchtigten Dragoner verhalten sich wie eine Besatzungsmacht. Wer nicht gehorcht, bekommt es am eigenen Leib zu spüren. Gewalttätige Übergriffe gehören zur Tagesordnung. Auch wirtschaftlich blutet die Gegend langsam aus. Mit ihren Pferden ruinieren die Dragoner die bestellten Felder. Vergiftete Tierkadaver werden ausgelegt. Gévaudan entwickelt sich immer mehr zum Krisengebiet. Die Truppen sind schon lange verhasst. Jetzt nach der Abschaffung des Ediktes von Nantes geraten sie in Verruf. Die Erinnerungen an die blutigen Massaker während des Bürgerkrieges schaffen immer noch böses Blut in der Bevölkerung. Doch die hungernden Menschen sehen sich gezwungen, die Dragoner mit Essen und Unterkunft zu versorgen. Die Truppen belasten das öffentliche Leben beinahe so wie das Ungetüm, das sie töten sollen.
Könnte es sich bei dem unheimlichen Wesen um einen vom Menschen abgerichteten Wolf handeln, der die Gegend terrorisieren soll? Das Abrichten eines Canis Lupus ist schließlich nicht schwierig. Dem Wolf, den man von Geburt an aufgezogen hat, werden ein paar Kinder vorgeworfen. Das intelligente Tier erkennt, dass ein Kind leicht zu überwältigen ist. Früher oder später wird er sich auch an größere Beute heranwagen. Die Untaten des Biestes bieten Nahrung für die ausgefallensten Fantasien. Klatsch und Angst verbreiten sich schnell über das ganze Land. Angeblich hält sich das Ungeheuer im Wald von Tenazer, einem begrenzten kleinen Gebiet, auf. Duhamel sieht seine zweite Chance gekommen. Er mobilisiert 30.000 Männer für eine groß angelegte Treibjagd. Sein Plan sieht vor, das Monster zum Ufer des Truyère zu treiben. Dort soll eine andere Gruppe das Untier unter Beschuss nehmen. Um den Erfolg seiner Taktik zu garantieren, ist eine perfekte Koordination zwischen Treibern und Schützen erforderlich. Tatsächlich wird das Biest aufgestöbert und mehrmals getroffen. Wie vom Kapitän geplant, flieht es in Richtung Fluss. Doch die Männer, die den anderen Uferabschnitt sichern sollen, sind nicht auf ihrem Posten. Duhamels große Mission endet mit einem riesigen Desaster. Er verlässt Gévaudan für immer. Aus allen Teilen Frankreichs erhalten die örtlichen Behörden Vorschläge, wie das Biest am besten zu beseitigen ist. Spekulationen über die wahre Identität der Schreckgestalt reißen nicht ab. Wolf, Hyäne, Bär oder gar ein Affe? Die Affäre erlangt landesweite Aufmerksamkeit und wird zu einer Art Politikum. Der König schaltet sich in das Geschehen ein. Ludwig XV. Schickt Denneval, den berühmtesten Wolfsjäger Frankreichs, nach Gévaudan. Der erfahrene Weidmann aus der Normandie hat schon über 1200 Wölfen den Garaus gemacht. Auch die örtlichen Jäger tun alles, um das fürchterliche Wesen endlich vor den Lauf zu bekommen. Am frühen Morgen des 1. Mai überraschen die Gebrüder La Chaumette das Tier. Die drei gut bewaffneten Scharfschützen verwunden die Bestie schwer. Zwei Schüsse setzen. Doch wieder springt die Kreatur auf und flieht, als ob die Kugeln ihr nichts anhaben könnten. Historische Berichte erwähnen einen Lederschurz für Hunde. Bei der Jagd soll diese Hülle die Tiere vor verirrten Kugeln bewahren. Doch dann wäre das Monster nicht so mobil gewesen. 24 Stunden nach den Treffern wird einem kleinen Mädchen der Kopf abgetrennt. Denneval, dessen Arroganz ihn mittlerweile bei der Bevölkerung unbeliebt gemacht hat, ergreift nun radikale Methoden. Er vergiftet die verstümmelten Leichen und legt sie als Köder aus, in der Hoffnung, das Tier damit erneut anzulocken. Jedes neue Opfer, jede neue Enthauptung betrachtet Denneval als einen Affront gegen seinen Ruf als Meisterjäger. Seine Erfahrung als Weidmann lässt ihn daran zweifeln, dass das Untier wirklich ein Wolf ist. Die Vorfälle weisen merkwürdige Parallelen auf. Enthauptungen kommen viel häufiger vor, nachdem das Tier beschossen, verwundet oder auch nur gesehen und gejagt wurde. Als würde das Biest aus verletztem Stolz zurückschlagen. Für ein Tier eine ungewöhnliche Reaktion.
Vielleicht handelt es sich ja um zwei verschiedene bestialische Wesen. Zum einen um ein Tier, das die Bisswunden verursacht. Zum anderen um einen Menschen, für das Abtrennen der Köpfe und das Entkleiden der Leichen verantwortlich ist. Kein Tier kann so etwas zustande bringen. Der Mörder spielt sogar mit seinen Verfolgern. Typische Reaktionen eines Sadisten, vergleichbar mit den Verhaltensmustern vieler Serienmörder. Bevor ein Serientäter sein erstes Opfer tatsächlich tötet, hat er den Akt in Gedanken schon hunderte Male vollzogen. Die Realität seines Verbrechens kommt seinen Fantasievorstellungen jedoch niemals nahe genug. So mordet ein Killer endlos weiter. Die Hatz nach dem mysteriösen Mörder findet kein Ende. Jedes Mal, wenn Denneval glaubt, das Biest in die Enge getrieben zu haben, findet es Zuflucht im Wald von Tenazer. Im dunklen Unterholz verlieren die Bluthunde seine Spur. Der unergründliche Ort dient nicht nur dem Monster als Unterschlupf. Auch ein alter Wildhüter, Jean Chastel, haust mit seinen beiden Söhnen und einer Horde großer wilder Hunde in den Tiefen des Waldes. Die Menschen der Gegend fürchten sich vor dem Mann. Das Gerücht geht, er könne lesen und schreiben. Doch der Sohn einer Hexe, so nennen ihn die Leute aus dem Dorf, lässt sich nie in der Kirche blicken. Denneval glaubt nicht an Zaubersprüche oder Teufelswerk, aber die Nähe des Chastel-Clans zu dem Biest erscheint ihm verdächtig. Jean Chastel bleibt eine mysteriöse Person. 8 seiner Unterschriften sind erhalten. Graphologische Untersuchungen versuchen, bestimmte Aspekte seines Charakters zu beleuchten. Die Handschrift ist komplex und wild verschnörkelt. Die Graphologen kommen zum Schluss, dass er ein verschlossener, vorsichtiger und kalkulierender Mensch mit gewalttätigen Neigungen war. Die Ernte fällt im Jahr 1765 katastrophal aus. Die Bauern, geplagt von den vielen Treibjagden und dem kargen Auskommen, stehen kurz vor einer Revolte. Die Vorkommnisse im Süden entwickeln sich allmählich zu einer Staatsaffäre. Die Presse in ganz Europa macht sich über den französischen König lustig. Ludwig XV. Schickt Denneval zum Teufel und dafür seinen obersten Weidmann und Freund, François Antoine, in die Auvergne. François Antoine ist nicht nur ein vorzüglicher Jäger, sondern auch ein an schwierige Missionen gewöhnter Diplomat. Er soll das Ansehen des Monarchen retten. Der Empfang, den das schreckliche Untier seinem neuen Widersacher bereitet, ist blutig. Seine Angriffe werden immer wagemutiger. Und die Anzahl steigt rapide. Einige Opfer werden vollkommen nackt aufgefunden, andere sind ausgeblutet, so als seien die Verletzungen von einem Messer verursacht worden. Der oberste Jäger steht einer verzwickten Aufgabe gegenüber. Ein von ihm gefundener Fußabdruck ist seiner Meinung nach einem großen Wolf zuzuordnen. Eine offizielle Stellungnahme, von der er nicht mehr abweicht. Das Biest ist nur ein Wolf. Isegrim, ein idealer Übeltäter. Die Beziehung der Menschen zu dem Tier ist schon immer von Furcht geprägt. In der christlichen Tradition gelten die Wölfe als ein Werkzeug des Teufels. Der dämonische Charakter der Graupelze steht endgültig fest, als Wölfe dabei beobachtet werden, wie sie Gefallene auf den Schlachtfeldern auffressen. Der Abdruck einer Wolfstatze neben einer Leiche bedeutet aber noch nicht, dass das Tier den Menschen tatsächlich auch getötet hat.
Antoine ist kein Liebhaber großer Treibjagden. Er lauert dem Ungetüm lieber auf. Am 9. August wird das Biest wieder einmal im Tenaserwald gesichtet. Es kann jedoch, wie schon so oft zuvor, entkommen. Die Jagdgesellschaft kehrt zu der Burg zurück, in der sie Quartier bezogen hat. Genau unter dem Fenster des Diplomaten liegen die Überreste einer zerfleischten Magd. Dieser Mord war eine klare Provokation. Eine 20-jährige Bedienstete kommt ungewollt dem königlichen Repräsentanten zu Hilfe. Von der Attacke des Biests überrascht, streckt das Mädchen schützend die Arme von sich. Die Kreatur springt genau in die Klinge des Messers, welches das Mädchen in den Händen hält. Marie-Jeanne steht unter Schock. Doch sie hat den Angriff überlebt. Die Klinge des Messers ist stark mit Blut beschmiert. Dieses Mal muss das Biest ernsthaft, wenn nicht sogar tödlich, verletzt worden sein. Tatsächlich hören die Angriffe sofort auf. Die Jungfrau von Gévaudan, wie Antoine sie nennt, erlangt im gesamten Königreich Berühmtheit. Dennoch ist der oberste Jäger mit dem Sieg unzufrieden. Weiterhin durchkämmt er den Wald von Tenaser und findet die Chastels. Am 16. August 1765 suchen zwei von Antoines Wachen eine Furt zum Überqueren eines Flusses. Dabei treffen sie zufällig auf Jean Chastel und seine Söhne. Der Sohn einer Hexe gibt den Männern falsche Auskunft und amüsiert sich unverhohlen, als diese mit ihren Tieren im tiefen Wasser landen. Ein Affront gegen die Wachen, gegen den königlichen Jäger und damit auch gegen den französischen Monarchen. Solch eine Verfehlung bleibt nicht ungesühnt, auch wenn sie in einem abgelegenen südfranzösischen Wald begangen wird. Am darauffolgenden Tag werden die Chastels verhaftet und verurteilt. Sie müssen 5 Jahre Zwangsarbeit leisten. Die verhängte Strafe sieht in der Realität jedoch anders aus. Die Chastels gehen zwar ins Gefängnis, werden jedoch kurz nach Beendigung von Antoines Mission wieder auf freien Fuß gesetzt. Vermutlich will der königliche Diplomat die Chastels nur eine Zeit lang von dem Biest fernhalten. Tatsächlich finden die Bürger von Gévaudan seit der Verurteilung der Chastels keine abgetrennten Köpfe mehr. Monseigneur. Doch das Ungeheuer ist nicht tot. In der Nacht verschwindet wieder ein Kind. Antoine, seine Jäger und das ganze Dorf suchen nach dem Opfer und der Bestie. Blutverschmiertes Spielzeug und zerrissene Kleider deuten auf das Schlimmste hin. Die schrecklichen Vermutungen bewahrheiten sich. Das nächste Opfer liegt entkleidet und gemeuchelt im Gras. Die heilige Jungfrau von Gévaudan war nicht so erfolgreich, wie erhofft. Enttäuscht schreibt Antoine an einen Vertrauten. Mein lieber Freund, das Vertrauen, mit welchem seine Majestät mich beehrte, ließen mich die größten Anstrengungen unternehmen. Aber ich habe versagt, denn unglücklicherweise bin ich bis dato erfolglos geblieben. Gestern wurde ich Zeuge eines ergreifenden Zwischenfalls.
Eine Mutter, außer sich vor Trauer, warf sich über die blutigen Überreste ihres Kindes, presste es mit herzerweichendem Jammern an ihre Brust. Die Jagdhunde sind auch noch nicht angekommen und ich fürchte, dass wir sie wegen des Wetters nicht sehr lange nutzen können. Ihr Antoine. Die von Antoine angeforderten Hunde kommen am nächsten Tag. Wachen berichten, dass ein großer Wolf bei der Abtei von Chazé sein Unwesen treibt. Nach einer Nacht im Kloster begeben sich der Oberjäger und seine 40 Schützen auf die Suche nach dem Tier. Kurze Zeit später springt ein großer Wolf aus der Deckung. Obwohl Antoines Kugel ein Auge durchbohrt, setzt das Tier seinen Angriff auf ihn fort. Einer der Männer schießt sofort und rettet dem Kommandanten das Leben. Der Wolf kommt François Antoine gerade recht. Die Mission soll endlich ein glückliches Ende finden, egal wie viele Ungereimtheiten offen bleiben. Obwohl die Jagd sehr weit von dem normalen Territorium des Biestes stattfindet und das Tier vernarbte Spuren einer Falle an einer der Tatzen aufweist, soll es das langgesuchte Biest sein. Der Schwindel ist offensichtlich von langer Hand vorbereitet worden. Die Überreste von Isegrim werden zum Ausstopfen nach Clermont gebracht. Ludwig der 15. stellt das Präparat in Versailles aus. Die ganze Welt soll sehen, dass der König von Frankreich das Biest von Gévaudan endlich besiegt hat. Wie erwartet werden die Chastels 3 Tage nach Antoines Abreise entlassen. In Gévaudan herrscht endlich Ruhe. Der Pfarrer von Lorcières berichtet von einigen Überfällen. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Doch das alte Grauen kehrt bald wieder. Da das Biest aber offiziell als getötet gilt, kann die Provinz auf keine Hilfe von außen hoffen. Die traurigen Ereignisse fördern die Legendenbildung. Eine Kreatur, halb Mensch, halb Tier, taucht nachts vor den Fenstern unbescholtener Menschen auf. Im Kampf mit der Bestie unterliegt jedes Opfer. Aus den wahren Ereignissen wird allmählich ein Mythos. Doch die Morde sind tatsächlich geschehen. Das ganze Jahr 1766 über finden Angriffe des Monsters statt. Jeanne Delmas kann gerade noch entkommen und sich in Sicherheit bringen. Wie viele andere vor ihr behauptet sie, von einem Biest angegriffen worden zu sein. Die Spuren an ihrem Hals beweisen jedoch, dass es sich bei dem Angreifer um einen Menschen handelt, der versucht hat, sie hinterrücks zu strangulieren. Egal, ob Mensch oder Tier, die Opfer sprachen immer von einem Biest. Von etwas Grauenerregendem. Der einzige widersprüchliche Bericht, der von einem menschlichen Täter berichtet, ist ein Brief des jungen Jacques Portefeuille an den König. Euer Majestät, jene, die behauptet haben, das Biest sei ein Wolf, haben gelogen. Als das Ungeheuer uns angriff, habe ich es genau gesehen. Es war ein Mann, den hier jeder kannte, dessen Namen ich nicht preisgeben kann. Das gesellschaftliche System der damaligen Zeit beruht auf einem strengen Ehrverständnis. Daraus resultiert ein Gesetz des Schweigens. Händel werden untereinander ausgetragen. Andere in der Öffentlichkeit anzuklagen, gehört sich nicht. Im Herbst 1766, nach dem 86. Mord, scheint das Biest so plötzlich verschwunden zu sein, wie es aufgetaucht ist. Ein Waffenstillstand, unerwartet und ohne erkennbaren Grund.
Den ganzen Winter über gibt das Monster keine blutigen Lebenszeichen. Am Morgen des 1. März 1767 rennt das Ungeheuer in eine Gasse, greift sich vor den entsetzten Eltern ein kleines Mädchen, rennt mit ihm davon und frisst das Kind auf. Das Porträt des Killers hat sich nicht geändert. Am 16. März, einige Tage vor ihrem 12. Geburtstag, fällt Marie Danty der Bestie in die Klauen. Das junge Mädchen ist Jean Chastel ans Herz gewachsen. Außer sich vor Trauer verliert der alte Mann fast seinen Verstand. Mit einem Schlag wendet sich der Sohn einer Hexe dem christlichen Glauben zu. Jean Chastel ist ein anderer Mensch geworden. Fromm verbringt er seine Zeit mit Beten und Beichten. Seine vollständige Erlösung glaubt er nur zu finden, wenn er endlich das Untier tötet. Die geweihten Kugeln sind aus dem Blei einer Marienstatue gegossen. Sie sollen das böse Ungeheuer in die Hölle befördern. Der ehemalige Wildhüter ist wie ausgewechselt und zieht gegen die teuflische Ausgeburt allein in den Kampf. Lediglich bewaffnet mit einer Pistole und einer Handvoll geweihter Kugeln. Wird das Tier auch dagegen unempfindlich sein? In Tenazer, an einem Ort, an dem sich das Gelände wie ein Trichter verengt, findet das schicksalsträchtige Zusammentreffen statt. Chastel, an der Kreuzung zweier Pfade postiert, sieht, wie sich das Biest nähert. In Reichweite seiner Büchse verharrt es. Chastel feuert. Am 19. Juli 1767 tötet Jean Chastel das Biest von Gévaudan. In der Burg Besque wird der Kadaver zur Schau gestellt. Örtliche Naturforscher beginnen sofort, das Tier zu sezieren. Die Kreatur wird zerteilt, die einzelnen Organe untersucht und das Skelett vermessen. Einige Tage später existieren nur noch stinkende Überreste. Der anwesende Notar Monsieur Marin dokumentiert ausführlich die Erkenntnisse der Autopsie. Die Unterlagen dienen dem Naturhistorischen Museum in Paris als Grundlage für eine neue Untersuchung. Was war das Biest von Gévaudan tatsächlich? Definitiv keine Hyäne, kein Affe oder irgendein anderes exotisches Tier. Seine Zähne zeigen, dass das Untier ein Hund oder ein Wolf gewesen ist. Ein stattliches Männchen mit einem Gewicht von 49 Kilogramm. Sein Maul war kürzer und der Kopf breiter als der eines Wolfes. Der Kamm des Schädels und die Größe der Zähne weisen eher auf einen Wolf hin. Aber die Höhe des Kopfes im Profil und das Maul entsprechen ohne Zweifel der Anatomie eines Hundes. Zwei charakteristische Eigenheiten in einem Wesen. Das lässt den Schluss zu, dass das Biest von Gévaudan ein Mischling, eine Kreuzung aus Hund und Wolf gewesen ist. Eine gezüchtete Tötungsmaschine, die auf Menschen abgerichtet wurde? Anfang Juli bringt Jean Chastel seine Trophäe nach Paris. Als Geschenk für den König. Ein ungünstiger Zeitpunkt. Es ist Hochsommer. Mühsam wird der Kadaver oder das, was von ihm noch übrig ist, verpackt.
Eine tagelange Reise quer durch Frankreich steht ihnen bevor. Von der Zusammenkunft zwischen Chastel und König Ludwig dem 15. existieren keine Aufzeichnungen. Hat der Körper tatsächlich Versailles erreicht? Nachdem er den stinkenden Kadaver gesehen hat, soll der König befohlen haben, ihn sofort auf dem Gelände des Schlosses zu vergraben. Der Empfang am Hofe des Regenten kann für den ehemaligen Sträfling mit seiner 7 Wochen alten, halbverwesten Tierleiche nicht besonders enthusiastisch ausgefallen sein. Waren doch Ehre und Belohnung eigentlich für den Freund des Königs, François Antoine, gedacht. Ein letztes Mal hat das Biest die Menschen zum Narren gehalten. Jean Chastel kehrt ohne Lob und Geld nach Hause zurück. Das Monster taucht nie wieder auf.